Eines Morgens steht Fabian auf und geht los zur Haltestelle. Fabian geht den Gehweg entlang und fährt in eine Pfütze rein. Glitschnass erreicht er die Bushaltestelle. Und sein Bus ist weg. Seine Mutter kommt vorbei und nimmt ihn mit. Als er seine Kumpel vor der Schule begrüßt, stellt er fest, dass er seine Schulsachen im Auto liegen ließ. Fabian, geh nach Hause und hol deine Sachen. Zu Hause begrüßt ihn seine Mutter mit einer ordentlichen Standpauke wegen seiner Vergesslichkeit.